So, da sind wir auch schon wieder zurück, denn wir haben schon mittlerweile alles verkauft und wir wissen auch jetzt Bescheid, dass wir einfach die Sniper holen werden. Ja. Da kann er sich dann jetzt voll laufen lassen von mir aus. So, wo ist er denn? Hey, Slam. Ach, da. Okay. Ich schieße sowieso besser, wenn ich besoffen bin. Juhu und alles. Oh, die ist doch schön. Nice. Ich mag sie. Dann nimm sie. Hab sie. Direkt mal Favoriten. So. Tja, was haben wir jetzt als Aufgabe? Ich will nicht die Hauptquest machen. Wir haben noch ein paar Nebenquests. Tierschutz. Kriegen wir auch einen Sniper für? Nee, den ich jetzt. Hä? Oder? Das wirst du ändern. Als ich die Gegend erkundet habe, hörte ich, dass sie mit drei Badass-Kreaturen experimentieren. Geh und befreie sie. Ich will Blut sehen für das, was sie meinem Vogel angetan haben. Klingt doch gut. Ja, mach mal die. Auf geht's. So, ich bin eh schneller da, glaube ich, als du. Aber lass mich kurz noch was verkaufen, weil ich habe ja gerade... Oh nein, du hast doch gerade eben verkauft. Mhm. So, wir, wir müssen... so pleite übrigens. Eigentlich müssen wir echt gucken, dass wir Geld kriegen. Ja, wir haben uns ein bisschen... übernommen. Ja. Damit sollte dein Inneres innen bleiben. Hui. Und wieder hier. Ich hasse diesen Ort. Ach Quatsch, der ist so cool. Nachdem Scar irgendwie da trainiert hatte, während, Ja, Fangfrage. Warte mal, wie kommen wir wieder zurück? Wie kommen wir wieder zurück? Nach der Quest? Ja, geht doch. Wir kommen da einfach wieder raus, wirst du sehen. Wir sind das letzte Mal auch wieder rausgekommen. Hm. So, warte mal. Ja, gut, haben die schon extra so gemacht. Auf geht's! Komm hier, ignorieren und einfach weiter. Wir müssen die vielleicht töten, ich weiß es nicht. Nö. Es geht ja um die, die da gefangen sind. Bist du sicher, dass wir die... Guck mal, wie viel wir jetzt mittlerweile schon am Arsch haben. Ja. Bin ich sicher. Siehst du? Wie du meinst. Das ist jetzt eigentlich der Ausgang, oder? Nee, einfach ignorieren. Das ist ja Du läufst gerade halt nur zum Ausgang. Tu ich nicht. Da hinten kommst du nicht rein. Einfach ignorieren den Kack hier. Glaub mir, ich habe hier so lange trainiert, ich kenne mich hier innen auswendig aus. Das ist doch nicht gut gerade. So, und jetzt sind wir hier. Und jetzt? Müssen wir hier rein. Das muss hier um die Ecke sein. Jetzt jagen wir erstmal die Gegner in die Luft, weil die nerven. Alter, was ein Metzel. Wer schießt denn da? Das ist Kackflugding. Jetzt wäre natürlich die andere Sniper gut gewesen, die, die du mir noch nicht gegeben hast. Pass auf, da kommt ein Ingenieur. Komm
Gott sei Dank, ey. Einer ist da, ne? Da vorne der. Okay. Nicht die Stalker angreifen, die helfen uns. Ja. Und wie viele Stalker? Zwei Stück haben wir am Leben erhalten. Drei? Vier? Cool, fünf. Doch ganz schön viele. Wir müssen ja noch am nächsten welche am Leben erhalten. Naja. Warte kurz. Da kommen wir nur rein, wenn wir hier wieder rausgehen. Das ist der. Bitte? Nein, Daniel, tun wir nicht. Okay. Glaub mir einfach. Aber was du vielleicht gerne machen willst, was ich mir denke, das hat jetzt zwar nichts mit der Quest zu tun, aber komm mal mit. Tada, dein Element. Ja, wo ist das Ding? Weiß ich nicht, das musst du wissen. Da oben, da oben, da oben. Dahinter raus irgendwo. Leiter. Irgendwo muss es anfangen, genau. Wow. Toll. Oh, der ist runtergekommen, oder? Beuteloader. Ja. Du musst mir gleich echt die andere Sniper geben. Die hier bringt bei denen nicht viel. Schnell drauf. Juhu. Beute. So, gib mir mal die andere Sniper, solange wir hier gegen Maschinendinger kämpfen. Dankeschön. Tada. So, das macht es für mich hier etwas einfacher. So, und du guckst jetzt gerade schon nach dem Dings. Ich sehe, wo das Kabel hingeht. Da oben hoch. So, und dann dahinter. Das heißt, das muss dahinter irgendwo weitergehen. Okay. Noch ein Gegner. Siehst du? Nice. Hier, guck mal. Du siehst doch, das ist dahinter. Hier durch, ne? Hier und dann auf der Seite wieder hoch. Ich gehe das mal suchen. Es muss hier hoch sein, dann da lang. Dann hier irgendwo. Ja, das könnte sein. Geh mal zurück, mach ruhig auf, ich hab's gefunden. So geht das nicht auf.
Also ich habe den Schaltkreis auf jeden Fall gefunden, aber... Ah, okay. Warum kann ich den nicht drücken? Weil es schon offen ist. Hä? Weil es schon offen ist. Ach so, okay. Da hat es doch geklappt. Und was war Schönes drin? Nichts Großartiges. Ja, hast recht. Okay, dann können wir ja weiter. Ups. Auf geht's! Ist das sinnvoll, hier oben rüber zu gehen? Ich denke. Das ist, denke ich, egal. Nur wenn du so hinter mir stehst, dass ich nicht springen kann, ist es unsinnvoll. Ich glaube, hier auf der Seite war ich noch gar nicht. Okay, was ist das denn? Kann man da hochklettern? Nee, Vorsicht, da fällt's runter. Ey, ernsthaft? Oh, cool. Du hast die Treppe nie gefunden, Blindfisch. Ist das jetzt... Warte, ich geh mal gucken. Nee, oder? Doch, das ist dein Ernst. Du Schussel. Sie rennt jetzt 10 Stunden durch dieses Gehege und denkt sich, so, wie komme ich hier raus? Kann doch nicht sein, voll fake und so. Und was passiert? Leck mich am Arsch, ey. Hier, sie hat immer versucht, wieder auf die Brücke hier oben drauf zu kommen. Ja, weil wir sind halt davor immer hier oben runter. Och, Mann. Au, 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 au. Vorsichtig, komm hier rein. Verschwende deine Muni nicht. Auf geht's. Komm ja, jetzt. Ich bin schon unterwegs. Ich hab's nur aufgehalten. Dir finde ich viel schlimmer. Geld. Pass auf, da kommt ein Hyperion-Roboter. Aber weiter rennen. Wir müssen da hinten rein, oder? Ja. Boah, hier ist echt alles. Roboter, Dingsterbumster, Rax. Skelette, Pilze. Gleich haben wir es geschafft. Puh, so. Muni-Automat. Okay. Sehr schön. Wieso soll ich so einen Scheiß hier vorlesen? Das ist doch total lächerlich. Die wissen doch, dass wir sie halt tot mutieren. Wieso lügen das denn? Cool. Sehr schön. So, was haben wir noch? Was, brauchst du Medikamente, ne? Nee, nicht wirklich. Da ist aber eins falsch. Iridium. So. Was? Waffenstrecken? Hier musst du kaputt machen, damit du durchkommst. Yep. Vielleicht kommt ja dieser Badass-Rack mit ganz viel Glück. Boah, dieser Sniper ist so geil mit dem Elementarschaden. Ruhe.
Du meinst einen Rack? Wirklich einen Rack? Ja. Da musst du da oben auf den Rack schießen, damit die rauskommen. Wo? Da. Jetzt kommen sie. Sehr schön. Ziel greift dich an. Oh, da ist wieder ein Better Stalker. Ja. Oh, oh, oh. Feiert er hier Full Party. Hinüber. Nice. Iridium. Ich sehe Iridium. Und das Blaue hast du auch schon gesammelt. Mhm. Das war so ein Pumpgun, glaube ich. So, da wären wir wieder. Warte kurz, warte kurz. Okay. Obwohl, warte. Alles gut. Nicht die hier angreifen, nicht angreifen, weil sonst, die müssen wir ja befreien irgendwie. Nee, die nicht. Die nicht, ne? Nein. Ja, dann, Ich meine nur, wenn du sie töten musst, töte sie. Gott, diesen Nervensägen. Ups. Da ist der Kopf explodiert. Oh Gott, Drexy. So. Was ist das hier? Eins ist noch wichtig, dass wir das mitnehmen, und zwar Comet. Ein Better Shocks Gag. Den meinte ich aber nicht. Aber der hat viel Zeug gedroppt. Ja, aber den meinte ich trotzdem nicht. Unterwegs. Oh, was ist das hier? Ach, ist der süß. Da ist der Kopf explodiert. So, und zwar pass auf hier. Da kommen hoffentlich noch diese Loot-Zwerge, aber ich kann ja nicht sagen, was hier. Okay, super. Warte, nachladen. Bereit. Nämlich. Raketen. Keine mehr. Hm, Schrottzeugs, das hier rumliegt. Nichts Besonderes. Ja, verkaufen. Jupp, verkaufen. Da müssen wir nicht rein, ne? Da war nur der Käfig von Bloodwing. Voll traurig, ich hab vor langem mit Bloodwing gespielt. Oh, was ist das? Ignoriere.
Rennst du schon? Na komm. Ja, ich bin doch schon längst da. Ach so, ich seh's gerade. Die Treppen da hinten, ne? Mhm. Und dann über die Brücke. Ist ein riesenlanger Weg. Lass uns den Endboss auch noch mitnehmen, weil wir schon klar. Hier sind. Er könnte die Sniper droppen. Hm. Ein Rack. Ja. Alter. Müssen wir die hier töten? Sieht schlecht aus. Ah doch, ich dachte, ich habe nur noch 8 Schuss. Was kommt da gehüpft? Links von mir kommt einer. Jetzt nicht mehr. Da hinten ist noch ein Dings. Giftgag. Badass-Gift, bla. Aber der hat es noch nicht bemerkt. Platsch. Pass auf, hinter dir sind sie. Du Kack. So, Kackrack. Aua, aua, aua. Diese Kack-Schockwelten. Maus, wo rennst du eigentlich lang? Dankeschön. Danke. Drecksviecher. So, haben wir jetzt Ruhe? Ja, rein geht's. Während Sie auf Ihre Pets warten, machen Sie sich bewusst, von welch erhabenen Kreaturen Sie umgeben sind. Machen Sie sich nicht bewusst, dass diese Sie überleben werden, falls nicht noch etwas Außergewöhnliches geschieht. Injektionen zeitigen eventuell Nebenwirkungen wie Gigantismus, Irrsinn und überschüssige Triebmaßen. Alles klar. Ja, auf geht's. Kreaturen befreit. Kammerjäger! Es ist ein Kammerjäger! Da der Stalker abrichte. Autsch. Gut gemacht. Du hast die Drecksäcke gekillt. Das reicht. Fürs Erste. Komm zurück. Sehr schön. Und wo war der Endgegner? Warte, zeig ich dir. Erstmal ein bisschen looten. Tja, sollen wir den noch in die Folge packen? Klar. Ja, ne? Würde ich auch sagen. Wir sind ja nett. Sind wir nett? Hm. Wo bleiben sie? Na komm. Ich habe ihn in die Eier geschossen. Iridium. Hab schon.
Solalarium. Okay, was ist das für ein Tier? Tier wahrscheinlich, ne? Siehste. Also deswegen Feuer? Hm? Feuerwaffe? Wichtig ist halt nur, dass du es hier tötest, nicht außerhalb. Ja, ja. Aber das sollte eigentlich ziemlich schnell... Warte. Weil mein Facelock holt es runter, deswegen darf ich den erst gleich anwenden. Geduld, jetzt. Jetzt, komm schon. Ach, Mist. Du hast verpasst. Ja. Aber gleich. Da ist er wieder. Jetzt schnell drauf. Jetzt. Jo. Weil die Sachen können halt echt schnell dann außerhalb der Arena landen. Yep. Kam aber nix leider. Oh. Kein ultimative Weapon. Nope, leider nicht. Aber der ist schnell down, der hier. Ja, der droppt ein super geiles Sniper halt. Wenn er sie mal droppt. Ja, wir haben ihn jetzt erst zweimal getötet. Ja, weil die Sniper soll keine Ahnung, eine Chance von 0,000 irgendwas haben. Ist doch cool. Ein Iridiumhaufen. Was haben wir hier alles rumliegen? Hier hast du noch ein Schutzartefakt, nimm das mal. Ich kann nichts mehr tragen. Ja, okay. Wir müssen momentan noch echt wieder Geld sparen, weil wir so mega arm sind. So wird's sein. Und das werden wir auch jetzt in der nächsten Folge versuchen, erstmal Geld zusammen. Nee, nicht in der nächsten Folge. Jetzt versuchen wir erstmal Geld zusammen zwischen den Folgen. Denn wir gehen jetzt zurück nach Sanctuary, verkaufen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja, bis dann. Ciao. Ciao.